So, wir machen hier gerade so einen Flashmob mit Plakaten und da habe ich den Ulrich Kappel kennengelernt, der für die Basis kandidiert für den Landtag in Baden-Württemberg. Ulrich, magst du mal ein paar Worte erzählen über dein Engagement? Ja, hallo an alle. Also mein Name ist Ulrich Kappel. Ich bin selbstständiger und rechtlicher Betreuer und habe mich aufstellen lassen bzw. kandidiere für die Basis hier in Baden-Württemberg für den Wahlkreis 14 und für den Wahlkreis 18. Wahlkreis 14 ist Bietigheim, Wahlkreis 18 ist Heilbronn. Ja, warum fragen immer viele, warum machst du das jetzt eigentlich? Ganz einfach, wir, meine Frau und ich, wir haben letztes Jahr festgestellt, durch dieses Regierungsversagen, wir müssen uns mit einbringen, haben angefangen mit Demonstrationen und irgendwann schnell festgestellt, ja, mit den Demonstrationen allein ist nicht, wir müssen in die Parlamente rein und entsprechend sind wir dann Mitglied bei der Basis geworden, weil wir uns hier wirklich heimisch fühlen, allein durch das Thema Basisdemokratie, nämlich die kleine Volksabstimmung, die wir jetzt hier schon mal umsetzen wollen und nicht nur drüber reden. Das heißt, wir in der Basis beschließen gemeinsam mit allen unseren Mitgliedern, sagen wir Veränderungen und so weiter, die wir in diesem Land durchführen wollen. Und wir fangen jetzt schon mal an, hier für die Landtagswahl in Anführungszeichen ein kleines bisschen zu üben, denn wir haben dieses Jahr noch ein ganz großes Projekt und das ist die Bundestagswahl, denn wir wollen auch in den Bundestag einziehen, um hier gehörig mal ein kleines bisschen eine andere Meinung und andere Möglichkeiten den Menschen in Deutschland aufzuzeigen. Und dafür stehen wir hier mit der Basispartei. Ulrich, ich habe mal noch ein paar Fragen. Und zwar, wie hast du letztes Jahr gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann mit dieser Pandemie? Ja, ich sag mal, es ging relativ zügig los. Man hat hier irgendwelche ängstlichen Sachen, also diese Angstmache, was die Politik dann gebracht hat, rausgehört. Wir haben uns dann selber mal mit den Zahlen beschäftigt und haben festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, dadurch wurde der Kreis der Informationen immer größer. Wodak, Bhakti und so weiter sind ja eigentlich, sagen wir mal, schon bekannte Größen in dieser Szene, wenn man das mal so bezeichnet. Und haben uns immer weiter reingebracht in den ganzen Themenbereich. Auch Bruder Schiffmann und viele Menschen. Und haben einfach festgestellt, da stimmt was nicht. Und sind immer noch auf der Suche, was diese Regierung eigentlich tatsächlich mit dieser Pandemie vorhat. Weil an den Todeszahlen, an dem Virus selber, sind wir der Meinung, kann es nicht liegen. Der Virus ist da, keine Frage. Der Virus kann auch, ich sag mal, Menschen töten, wie viele andere Viren auch. Das streiten wir überhaupt nicht ab. Aber wir sehen nicht diese Gefährlichkeit, wie sie die Bundesregierung an den Tag legt. Dann, Ulrich, was denkst du, was ist vielleicht oder was könnte eine Lösung sein, um die Pandemie zu beenden? Oh, das wird relativ schwierig, da eine allgemeinverbindliche Lösung zu finden. Würde ich mir jetzt nicht zutrauen, sagen, das ist, sag mal, die Lösung, aber dafür haben wir die Basisdemokratie. Das heißt, wir arbeiten mit der Schwarmintelligenz. Das heißt, wir arbeiten hier mit allen Menschen zusammen, die hier auch was zu sagen haben und versuchen das dann nachher auch über das Konsensieren so ein Ergebnis rauszubringen. Und zwar nicht nur eine Möglichkeit, wie ich sie gut finde, sondern wie wir sie alle gut finden. Und hast du eine Idee für die Zukunft, wie die aussehen könnte? Die Zukunft könnte für mich eigentlich so aussehen, dass man wirklich mehr Transparenz in die Politik reinbringe. Dass man einfach bei den Menschen draußen mal auch ein bisschen mehr dadurch mehr Politikverständnis wecken können, weil im Moment sieht man es ja, es wird sehr viel hinter verschlossenen Türen agiert und besprochen und ja, die Menschen wissen eigentlich überhaupt nicht, was dort hinten besprochen wird, sondern kriegen nur noch Ergebnisse präsentiert. Und das wollen wir ein kleines bisschen abschaffen. Wir wollen die Menschen wieder in die Politik mit einbeziehen. Dann vielen Dank, Ulrich. Zeig doch nochmal dein Plakat. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg hier bei unserem Flashmob. Und wünsche ich euch auch und vor allem, dass hier viele, viele Menschen mit eurer Aktion auch aufwachen und einfach mal ein klein wenig anders denken. Viel Erfolg euch. Danke.